So, weiter geht's heute mit FIFA und dem Spiel gegen Frankfurt. Da wollen wir natürlich jetzt hin. Los geht's. Also, wir wollen natürlich. Oh, da sind Schildstände bei Verhandlungen, okay. So, Musiala, der sollte ja für 20 bis 25 Millionen verkauft werden. Sagt aber Montpellier, nö, möchte ich nicht, zu teuer. Also lassen wir es sein. Gut, okay, weiter geht's. So, okay, gehen wir rein ins Match. Eintracht Frankfurt, wie gesagt, der nächste Gegner. Da kann ich die Mannschaft auch so lassen, wie sie ist. Das kann ich, wer der nächste Gegner danach, glaube ich, ist. Habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. So, auf geht's. Heute spielt die beste Abwehr gegen die stärkste Offensive. Es ist eine interessante Begegnung. Gleich kann es losgehen mit der Begegnung. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Ich wiederhole. Herr Peter Kohr, bitte zum Ausgang B8. Danke. Ja. Ja, wieder die Frankfurter Waldstadion Wir melden uns aus oder dem Deutsche regnerischen Bank Deutschlandpark. Sportpark heißt es ja. Recht herzlich zu dieser heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften. Geht auf jeden Fall in der Bundesliga heute weiter und im Regen von Frankfurt wollen wir die nächsten 3 Punkte klar machen. Ah, erster Ball. Ah, da muss mehr kommen. Glück gehabt. Paulinho. Ah, schade, da kommen wir nicht rein in diesen. Arnold, ja, mit einem super Trick da einen Mann stehen lässt. Und Trapp kommt raus und passt. Der Trainer feiert heute ein tolles Jubiläum, nämlich sein 200. Spiel. 200 Spieler an der Seitenlinie. Ich glaube, das ist schon mal eine Ansage. Schafft heute auch nicht mehr jeder Trainer bestimmt. Ja, bei weitem nicht. Das ist so ein Marco Richter! Wieder die gleiche Variante wie vorher bei Arnold. Super Dribbling, super Lauf. Aber doch nicht zu lange gezögert einfach. Tom Davis. Ja, gut aufgepasst da. Schönes Anspiel. Aber der war kommt. Kann was werden. Zieht durch, Willi. Geht dazwischen und hat den Ball. Und da Costa, der gegen Siegerson zwar seine Probleme hatte. Ex-Frankfurter. Paulinho. Passt, Marco Richter. Da ist die Flanke ins Zentrum. Und dann ist es das 1-0. Abs. Abseits, Paulinho. War doch kein Abseits. Ist natürlich ärgerlich, dass der Treffer nicht zählt, aber spätestens jetzt zu sehen. Naja, okay. Ja, war Abseits. Schade, aber das wäre so toll gekommen. Diese Flanke gesehen, dass Paulinho da frei eigentlich vom Keeper steht, den nur einschätzen muss. Aber okay. Mina.
Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Gut vom Schiedsrichter. Er mahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, oh nee, das war kein guter Freistoß. Nee. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Wir haben die ein oder andere Schlagzeile zu ihm gesehen. Denn er spielt heute erstmals gegen seinen Ex-Verein. Könnte die Führung werden. Da haben sie gut aufgepasst. Wieder gut aufgepasst da. Genau, da Costa spielt gegen seinen Ex-Club, gegen Frankfurt. Da müssen sie aufpassen jetzt. Und da ist der Ball wieder weg. Gosens. Kommt jetzt. Er setzt sich durch und jetzt könnte es werden. Ist es das? Gosens. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Guter Einsatz, Ball ist erst dann wieder weg. Da Costa, komm nicht vorbei, Markov. Lazza. Da ist die Hereingabe. Boah, kein Tor. Und das Ding geht knapp vorbei, Marco Richter, mit der nächsten Großchance. Wir sehen, der Ball geht am Ende knapp daneben. Das könnte was werden jetzt. Gute Ball. Diesmal muss er ein bisschen drauf achten und diesmal ist es dann irgendwann auch das 1:0. Das 36. Minute Tor für die Gäste. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 10, Paulinho. So, also Paulinho mit seinem Tor macht dann das 1:0. Arnold. Lazza, Gosens, nimm mal bitte mit, geh mal bitte mit, macht er nicht, da muss Gosens alleine richten, oder macht er falsch. Und jetzt der Ball auf Alario, der mal ein bisschen mit dem Sprint gehen kann. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Mina. Gut, aufgepasst. Und der Ball ab, locker kommt er. Ja. Er entscheidet auf Freistoß für Schalke. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Pause. 0-1. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Nach 45 Minuten haben wir hier zwar eine Führung, aber Chancen haben wir nach wie vor von beiden Teams. Ja, sie haben beide schon gezeigt, dass sie es können. Es wird wichtig sein, gleich hellwach aus der Kabine zu kommen. So, geht es gleich weiter sofort mit der zweiten Halbzeit hier in Frankfurt. Na dann, auf geht's. Rein ins Match. Kann zufrieden sein mit der bisherigen Leistung, soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Ah! Baku. Ja, es harmoniert noch nicht so, wie das sich das gerne hätte. Pedro. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gutes Ding mal auf Richter, der hat jetzt mal ein bisschen Tempo. Und es ist noch abgelaufen. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Ecke jetzt, vielleicht können sie die Führung ausbauen. Erstmal geklärt. Ja, die Chancen sind da, man muss sie halt irgendwann mal nur nutzen. Ecke in den Strafraum. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe.
Flanke kommt. Da können sie erstmal klären. Nochmal Richter. Der probiert es auch noch ein drittes Mal gerne. Und jetzt hat ein Trapp. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Eintracht Frankfurt. Frankfurt spielt in Wolfsburg. Das haben wir schon hinter uns. Und der Ball kommt. Wie gesagt, das steht nur 1-0. Neuer. Und die Frankfurter haben ihre Konterchance weggearbeitet. Wie dann? Das ist das immer noch selbe Moment zu lange. Perfekt getimt, diese Aktion. Einwurf jetzt. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Paulinho. Paulinho jetzt mal. Gegen John Tonora. Torunariga. Gefährliche Szene. Und jetzt ist es nicht das 2-0. Also die Schalker probieren es und probieren es und machen und tun und können und wollen. Und passt aber nicht momentan. 65. Wenn man denn mal vor dem Tor auch die richtige Entscheidung treffen würde. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Es geht gegen Land und jetzt die Chance. Jetzt ist das 2-0. Nächster Gegner von RB Leipzig. Jetzt aber trifft jetzt mal Paulinho zum sicheren 2-0. Und hier sehen wir, wie die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor zu. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 10, Paulinho. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Da kommt. Gut gemacht von Gosens. Hier wieder, der ist immer noch kein Sprinter da außen. 3-0. 72. Also, Aufgabe Frankfurt dann doch irgendwo relativ souverän gelöst. Man führt mit 13-0. Der Konter kommt. Nächster Gegner, wie gesagt, haben wir schon eben gesagt. Das ist RB Leipzig morgen um 18 Uhr. Und Frankfurt macht den nächsten Fehler. Tempo mehr machen, das Spiel war kräftezehrend. Wird's jetzt gefährlich? Leer. Da kann er ihn stoppen. Super gelöst, da. Schöne Aktion. Alario. Ist abseits. Da hat das Timing. Ja, der ist platt. Der ist durch, der ist platt. Der könnte, würde jetzt den Platz verlassen. Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie und wir sehen einen verdienten Sieg. Lange hat es ausgesetzt. Könnten die Frankfurter noch mal was reißen? Neuer. Dennis Geiger. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ah, das wird abseits werden. Jetzt wird doch kein Abseits. 4-0. Diesmal hat es funktioniert. Robin Gosens. Diesmal hat dieser Querpass funktioniert. Man ist durchgekommen.
Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Also, zweites Saisontor für Robin Gosens. Eine ganz einseitige Partie. Robin Gosens. 3 Minuten sind's noch. Vorlage übrigens von Latzer. Ah, kommt der da durch, der Richter? Der holt sich die Ball. Ja, Elfmeter. Ja, gibt der Elfmeter. Warum auch immer gibt er den Elfmeter? Aber er gibt ihn. Naja, man kann es aber auch übertreiben. Und es darf wahrscheinlich einer ziehen. Pfosten, zu genau. Ausgerechnet Da Costa verschießt den Elfer. Man gewinnt zwar mit das Spiel mit 4-0, aber. Da ist die Flanke ins Zentrum. Der Pass, stark gemacht. Abseits. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben. Das Bittere, den scheiß Elfmeter haben wir noch verschossen. Den hätte ich gerne noch mal dazu mitgenommen. Aber 4-0 in Frankfurt, das erstmal funktioniert. Freiburg unterliegt Hoffenheim, noch einmal 0-4, Leverkusen gewinnt 1-0 in Stuttgart. Und der nächste Gegner, wie gesagt, ist dann der bei Leipzig. Und das sehen wir uns dann morgen dann, wie immer.